Also einen Fehler rechnet man einer anderen Richtung ja eigentlich immer erst dann vor, wenn man irgendwas für sie auch übrig hat. Am wirklichen Feind rechnet man nicht vor, dass er was bei seiner Sache falsch macht, sondern da findet man die Sache falsch. Insofern ist jetzt das schon ein Ausdruck, jetzt so reden, einer ersten Gemeinsamkeit, wenn man den Russen oder den Russen und ihren späteren Bündnispartnern einen unverzeihlichen Fehler vorrechnen will. Das, was sie erstmal gut gemacht haben oder was sie gemacht haben, ist, dass sie wirklich eine Revolution durchgeführt haben. Und das ist was anderes als ein Regierungswechsel. Es ist sogar was anderes als ein Machtwechsel, wenn eine neue Politikermannschaft die Kommandohöhen des Staats erobert und dann meint, anders Politik zu machen. Denn die Oktoberrevolution hat mit der Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln auch die gesamte Privatmacht des Eigentums zerstört und damit die Macht, die die Bevölkerung über ihre Abhängigkeit einerseits von der Beschäftigung durch die großen Eigentümer, andererseits die Gesellschaft durch ihre Abhängigkeit von dem Produkt der privaten Wirtschaft, immer wieder auf die Unterordnung unter die Gesetze des Kapitals zwingt. Das sieht man jetzt meinetwegen wieder in Venezuela. Da ist auch ein Machtwechsel gewesen. Die wollen auch anders regieren. Aber im Grunde gehen sie dran kaputt, dass sie die Privatmacht des Eigentums nicht beseitigt haben. Das hat die russische Revolution geschafft. Und das ist erstmal ein Ding. Die Revolutionäre haben nämlich auf die Weise überhaupt erst die Freiheit hergestellt, sich das Wirtschaften jetzt so herzurichten, dass es ja wirklich das Mittel derer ist, die die Arbeit machen, dass die ihren Nutzen davon haben und dass auch nichts anderes mit dem Wirtschaften gemacht wird, als was eben für den Nutzen und die Bequemlichkeit der berühmten werktätigen Bevölkerung halt so nötig ist. Das wäre die gute Sache. Das Unglück ist, dass sie mit ihrer Freiheit nichts Gescheites anzufangen wussten. Sie haben jetzt wirklich, ohne dass die Sachgesetze des Kapitals noch gelten, ohne dass sie eine Not hatten, haben sie mit ihrer politischen Macht über die Wirtschaft eine Rechnungsweise wieder eingeführt, die sie tatsächlich vom Kapitalismus kopiert haben. Sie befreien die ganze Gesellschaft vom Zwang des Kapitals und dann richten sie eine Wirtschaft ein, in der sie alle von Marx damals benutzten Kategorien der Kritik der politischen Ökonomie wie Rezepte fürs richtige Wirtschaften missverstanden haben. Und dann sagen, sie wollen jetzt endlich das Wertgesetz bewusst anwenden, den Mehrwert bewusst gestalten, bis hin zu Kapital und Zins haben sie alles wieder eingeführt. Und zwar nicht natürlich als Macht des Kapitals, sondern als vom Staat der Wirtschaft auferlegte Zwecksetzung. Und das ist die üble Seite dieser Revolution. Und unverzeihlich, wenn man so reden will, ist der Fehler, weil er nicht mehr korrigierbar war und nicht mehr korrigiert worden ist, sondern bis zum bitteren Ende, bis Gorbatschow und dem freiwilligen Tod dieses Systems eigentlich mit allen Konsequenzen ausbuchstabiert worden ist. Bleiben wir vielleicht ein bisschen bei diesem Rechnungsweisen des Kapitalismus. Gibt es denn Ursachen dafür, warum man ausgerechnet darauf kommt, wenn man jetzt die Macht des Kapitals bricht, dann ausgerechnet seine Form dort der Rechnungsweise wieder einzuführen? Also ich würde sagen, die Ursache, die ist keine sachliche Not. Die Ursache ist wirklich eine unzureichende, verkehrte Kapitalismuskritik, die halt die ganze erste internationale sich aus dem Marx rausgelesen hat. Die haben eben den Kapitalismus als ein ungerechtes Verteilungssystem angegriffen. Waren der Meinung, der Lohnarbeiter wird hier, weil der Kapitalist die Macht hat und weil der Kapitalist den ganzen Überschuss für sich behält, wird der Lohnarbeiter arm und elend gehalten und diese Verteilung wollten sie korrigieren. Was sie nicht gesehen haben, ist,
dass mit der Stellung des Arbeiters zur Produktion eigentlich über die Verteilung schon entschieden ist, immer die Verteilungsfrage stellt. Wenn die Produktion eine ist, die Gewinn erzeugen soll, dann ist der Arbeiter automatisch Produktivitätsquelle, Reichtumsquelle und Kostenfaktor, wenn es um den Gewinn geht. Wenn ich die Wirtschaft so einrichte, dass ich sage, es soll mehr Geld rauskommen, als reingesteckt worden ist, und das haben die Russen neben dem, dass sie eine Planwirtschaft gemacht haben, eingerichtet. Also sie haben geplanterweise verlangt, es soll mehr rauskommen, als reingesteckt worden ist. Ja, und dann ist die Stellung des Arbeiters eigentlich definiert. Er ist eben Reichtumsquelle und Kostenfaktor zugleich. Und dann ist der Reichtum aber auch definiert als etwas, was unterschieden ist vom Wohlstand der Beschäftigten. Dann ist der Reichtum ein Produktionsergebnis, das, und so war es dann ja auch im realen Sozialismus, das erst einmal dem Staat zufällt. Der das dann übrigens total wohlmeinend mit lauter sozialen Gesichtspunkten ans Volk verteilt. Die Redaktion des Gegenstandpunkts schreibt in dem Artikel, dass die Realsozialisten sich ja durchaus die Abschaffung des bürgerlichen Klassenverhältnisses vorgenommen haben, dies auch umgesetzt haben, aber dieses Klassenverhältnis verschwindet nicht ersatzlos. Was tritt denn jetzt genau an seine Stelle? An die Stelle tritt, und insofern durchaus die Verwirklichung dieser verkehrten Kapitalismuskritik, an die Stelle tritt eine politische Herrschaft, ein Staat, der die ganze Ökonomie der Nation zum Mittel seiner Verfügungsmacht macht, die er sozial einzusetzen gedenkt. Aber auf die Weise muss man sehen, auf die Weise trennt man eben die Arbeitenden von ihrem eigenen Produkt. Da müssen sie erstmal opfervoll für den Staat arbeiten, was abliefern, und dann müssen seine, des Staates, Kassen gut gefüllt sein, und dann kann er Wohltaten ausstreuen nach seinem Gesichtspunkt. Und auf die Weise schafft man sich natürlich auch lauter Widerstände in der Arbeit. Ja, wenn man das so einrichtet, dass der Reichtum gar nicht denen zugutekommt, in erster Instanz, nicht denen zugutekommt, die ihn erarbeiten, dann hat man natürlich auf der anderen Seite auch den Arbeitnehmer mit in das neue System importiert, der seinerseits arbeitet für Lohn und dann auch aufpasst, dass er sich dafür nicht mehr verausgabt als nötig. Ich will es nochmal vielleicht an einem Beispiel deutlich machen. Der Widerspruch und Gegensatz von Planwirtschaft, die einerseits eingerichtet wird und andererseits durch eine Geldrechnung überwölbt wird. Nehme ich eine Planwirtschaft und das heißt, es findet eine Gebrauchswertplanung statt. Wie viel Kartoffeln braucht so eine Nation? Wie viel Tonnen Stahl braucht sie? Wie viel Tonnen Kohle braucht sie? Und so weiter und so weiter. Und wenn ich das einfach sage, gut, das wird jetzt auf die Firmen oder auf die Betriebsstätten verteilt und dann wird ein stufenförmiger Aufbau der Produktion, natürlich unten stehen die Rohstoffe, ganz oben stehen die Computer, aufgebaut. In so einem System ist es vollkommen uninteressant und schädlich eigentlich, wenn an irgendeiner Stelle mehr produziert wird, als der Plan vorsieht. Aber die Russen haben nebeneinander eine Planwirtschaft gemacht und immerzu von ihren Leuten Planübersoll und Planübererfüllung gewünscht und gefordert. Und da merkt man, vom Standpunkt der Gebrauchswertproduktion ist eine Planübererfüllung eine Störung. Es gibt keinen Grund, wozu das gut sein sollte, mehr Kartoffeln zu haben, als man haben will und braucht. Aber wenn man natürlich das Ganze als Geldrechnung anlegt, ich weiß gar nicht, was sie hinterher aus den Kartoffeln dann Geld gemacht haben, aber wenn man es als Geldrechnung anlegt, dann ist es schon wieder wie im Westen. Mehr ist immer mehr und vollkommen egal, wie das gebrauchswertmäßig in die Proportionalität der Produktionssphären und der Arbeitsteilung reinpasst. Der Staat im Realsozialismus, so heißt es im Artikel, versteht sich als Dienst an der Gesellschaft. Wenn er jetzt diesen Reichtum sich zwar erstmal aneignet, aber dann im Interesse der Leute unter ihnen wieder verteilt. Wieso heißt es dann an anderer Stelle in dem Artikel, dass im Realsozialismus sich ein neues System gesellschaftlich erzeugter Armut etabliert?
Naja, mal so gesagt, der realsozialistische Staat wollte der ideale Sozialstaat sein. Er wollte, und das merkt man, das ist auch die Schwäche dieser Kritik, er wollte endlich dem Lohnarbeiter sein Recht verschaffen, von dem, wo sie der Meinung waren, der Kapitalismus enthält ihm das vor. Und dem Lohnarbeiter sein Recht verschaffen, da merkt man, das ist unkritisch gegen die Rolle des Lohnarbeiters. Also wenn die sagen, sie wollen das Arbeiterparadies sein, dann drücken sie eigentlich den Fehler richtig aus. Den Arbeiter, dieses blöde Subjekt, das immer zu arbeitet, das wollen sie nicht abschaffen, sondern sie wollen genau diesem Subjekt das geben, was der Kapitalismus ihm vorenthält. Soziale Sicherheit, gerechte Entlohnung und Ähnliches. Ja, und in diesem Sinn, das ist die Staatsmacht, die sich da hinsetzt. Und ja, die Frage war, wieso System der Armut? Ganz generell, wenn ich soziale Aufgaben vor mir habe, dann habe ich Armut vor mir. Denn der Kommunismus wäre eigentlich die Produktionsweise, die soziale Aufgaben überflüssig macht, weil sie erst gar keine Armut erzeugt. Wenn ich aber die Lohnarbeiter als Mittel staatlichen Reichtums, der dann für soziale Aufgaben aufgewendet werden soll, wenn ich die erstmal als Lohnarbeiter knapp halte, damit der Staat reichlich verfügbare Mittel für seine Wohltaten hat, ja, dann habe ich erstmal die Menschen vom Reichtum getrennt und das ist es, was der Artikel da sagt, ein neues System der Armut eingeführt. Das ist ja auch bekannt, wenn man vom Westen auf die DDR geschaut hat, haben ja auch alle immer gewusst, soziale Sicherheit gibt's schon, arbeitslos werden kann man nicht, aber geben tut's auch sehr wenig. Der Staat in der DDR und auch anderswo im Realsozialismus hat eine ganz bestimmte Erwartungen an seine Bürger, also an die Beherrschten gehabt. Kannst vielleicht ausführen, inwiefern das mit dieser ganzen verkehrten Kritik, wie du es sagst, zusammenhängt und mit der Einrichtung des realsozialistischen Staates und seiner Ökonomie? Davon war ja jetzt gerade ein bisschen die Rede. Die hatten mit ihrem neuen Wirtschaftssystem ja eigentlich den Gegensatz von Individualinteresse und Gesamtnutzen nicht überwunden, sondern in neuer Weise installiert. Das schließt ein, dass sie von ihren Leuten einerseits verlangt haben, dass die dieses System als die Erfüllung ihrer sozialen Wünsche auffassen. Andererseits von ihnen erwartet haben, dass sie sich total einsetzen für diesen sozialistischen Aufbau, für die Planerfüllung, für ich weiß nicht, was halt so an Aufgaben für die Leute angefallen ist. Wenn es jetzt nicht die Wahrheit ist, dass man mit der eigenen Anstrengung auch den eigenen Nutzen steigert, indem man eben eine nützliche Produktion mitträgt, wie alle anderen sie auch mittragen und damit den gesamten Nutzen herbeiführt, dann wird es zu einer riesigen moralischen Lüge. Nämlich sich fürs Gemeinwohl einsetzen, obwohl der eigene Nutzen nicht zu sehen ist oder in Ferne ist oder ziemlich mager ausfällt. Und das ist ein bisschen die Quelle, also die Behauptung einerseits, das wäre doch die Versöhnung aller Gegensätze. Und andererseits die Unwahrheit, dass es eben die Versöhnung nicht ist, das ist die Quelle dafür, dass die so arg viel auf das Heldentum der Arbeit, auf den Stachanowisten, also den Arbeiter, der Überarbeit zu seiner persönlichen Leidenschaft gemacht hat, und dass sie an die Arbeiter laufend Orden verteilt haben, das zeugt alles von der Unwahrheit der Gleichung von individuellem Nutzen und Gemeinwohl und der Behauptung, es wäre doch identisch. Marx und Engels sind davon ausgegangen, dass ein Staat nach einer kommunistischen Revolution absterben würde. In eurem Artikel macht ihr aber deutlich, dass der realsozialistische Staat gar nicht darauf angelegt war, abzusterben. Wie kommt das? Naja, das passt alles gut zu dem, was bisher schon gefallen ist. Es ist eine Sache, die politische Gewalt, die eine Revolution erobert, dazu einzusetzen,
die Interessensgegensätze in der Gesellschaft überflüssig zu machen. Und da ist das Wort Absterben auch sehr schön, weil das nicht die anarchistische Vorstellung von man tut ihn weg und dann gibt's keinen mehr, sondern es ist die Vorstellung, man macht das Wirken einer Gewalt über die Menschen überflüssig dadurch, dass die Interessensgegensätze, wegen der es in der bürgerlichen Gesellschaft die Gewalt gibt und braucht, und die hat ja überhaupt kein Problem damit, dass sie gewalttätig ist. Bei uns werden Wahlen damit gewonnen, dass man sagt, wir bieten dem Bürger mehr innere Sicherheit, mehr Polizei, härtere Strafen und so weiter. Die bürgerliche Staat hat mit der Gewalt kein Problem. Dieser Staat, der hatte mit der Gewalt ein Problem, genau deswegen, weil er behauptet hat, er hätte ja alle Gegensätze überwunden. Tatsächlich hat er aber eine Ordnung eingerichtet, davon war jetzt die ganze Zeit die Rede, die eigentlich neue Interessensgegensätze hervorbringt. Das macht die Sache erstaunlicherweise erst recht gewalttätig. Denn der realsozialistische Staat, der hat, jetzt nochmal sozusagen, der hat nicht das coole Verhältnis zum Zuschlagen, wie es der bürgerliche Staat hat. Der bürgerliche Staat hat seine Kriminellen und da wird drauf aufgepasst und draufkaut und fertig. Der realsozialistische Staat steht immer auf dem Standpunkt, sowas darf es bei uns eigentlich nicht geben, denn wir sind doch die Versöhnung von allen Interessen. Und wenn dann Gegensätze auftreten, je nachdem, ob oben oder unten, dann ist der Staat sehr schnell dabei, das nicht als, das sind die Übertretungen, die zur Ordnung gehören, wie im Westen, sondern das sind Staatsfeinde, das ist Sabotage, das sind Antikommunisten zu behandeln. Und die werden dann eingesperrt. Also insofern war der Staat nicht nur auf die Abschaffung des Gewaltverhältnisses gegenüber der Gesellschaft nicht angelegt, sondern er hat auch ein ganz besonderes Gewaltverhältnis nötig gehabt, nämlich eines mit schlechtem Gewissen. Gut, die Gewalt spielt also eine ganz spezifische Rolle innerhalb des realsozialistischen Staates, wenn er dann mal etabliert ist. In welchem Zusammenhang steht das denn mit der Gewalt innerhalb der Revolution? Das würde ich hauptsächlich und in allererster Linie einfach trennen. Dass eine Revolution eine gewalttätige Angelegenheit ist, ist mehr oder weniger unvermeidlich und hängt ganz und gar davon ab, ob die Mächte, die die Gesellschaft bis dahin beherrscht haben, ob die bewaffnet auftreten oder nicht und ob die zahlenmäßig genug sind, sodass sie denen, die meinen, sie wollen sich diese Ordnung nicht mehr bieten lassen, die sie für gegen sich gerichtet erkennen, dass sie denen Widerstand leisten und einen Kampf abverlangen. Dass das auch blutig ist, ist eine Sache, das hängt ganz und gar an der Gewalttätigkeit der alten Mächte. Und man kann bloß hoffen, dass in der Zukunft die Zahlenverhältnisse immer eindeutiger in die Richtung gehen, nur noch 7 Menschen besitzen die ganze Welt, sodass der ganze Rest dagegen ist. Aber dass die mit Gewalt von ihrem Privileg verdrängt werden müssen, das ist erstmal, glaube ich, keine Frage. Was ganz anderes ist es, wenn diese Gewalt hinterher in der Gesellschaft dauerhaft nötig ist, dann zeugt es eben von dem, wovon jetzt bisher immer wieder gesprochen worden ist, davon, dass die Ordnung selber Interessensgegensätze erzeugt und ihr Logik nur durch Gewalt über die Gesellschaft durchsetzen kann. Jetzt ist aber schnell dieser Gegensatz aufgemacht. Es gab den guten Lenin in der Oktoberrevolution, dem wurde der Bürgerkrieg aufgezwungen. Und dann kam irgendwann das Ungeheuer Stalin und hat seine Säuberungen gemacht und furchtbar viele Menschen ins Gulag gesperrt. Was hältst du denn von diesem Vorwurf der Gewalttätigkeit des sich herausbildenden Realsozialismus in den 30er Jahren dann? Ja, in so einer Revolution, da gibt's ja manche Wegbiegungen und wo man auch noch andere Wege hätte wählen können und so weiter. Insofern war bei Lenin natürlich nicht alles so fertig, wie es dann später war. Aber den grundsätzlichen qualitativen Unterschied mit Lenins Revolution
müssen alle vernünftigen Menschen wollen, und Stalins Verfälschung derselben ist ein großes historisches Unglück. Das würde ich so nicht sehen, weil ich meine schon, es zieht sich der Grundgedanke dieser verkehrten und mit Gewalt in die Tat umgesetzten Kapitalismuskritik durch. Und da gehören noch ein paar Unterpunkte dazu, die nicht bloß diese Moral auf der Seite der Werktätigen, von der jetzt vorhin gesprochen worden ist, betrifft, sondern ein bisschen auch noch deren Revolutionstheorie und die Theorie des sozialistischen Aufbaus, die sie da vertreten hatten. Die haben nämlich auch noch in nicht ökonomischer, sondern in, sagen wir, welthistorischer Hinsicht den Marx ein bisschen fehlgedeutet. Die hatten die Vorstellung, Kommunisten sind diejenigen, die, ich sag mal, die ohnehin ablaufende Weltzeituhr am besten ablesen können. Sie sind diejenigen, die wissenschaftlich jeden ihrer Schritte ableiten. Und das ist einfach eine Lüge. Wissenschaftlich im strengen Sinn, wie man die Kapitalkategorien auseinander ableiten kann, wenn man das Kapital liest. So in dem Sinn wissenschaftlich ist eine Revolution nicht. Da werden Entscheidungen gefällt. Und die haben, und zwar seit Lenin, muss man sagen, ihre Entscheidungen gerechtfertigt damit, dass sie das gegenwärtige Kräfteverhältnis, den Entwicklungsstand der Produktivkräfte, den Stand des Widerspruchs von Produktionsverhältnissen und Produktivkräften, dass sie das super präzise einschätzen und deswegen das Richtige tun. Auf die Weise ist dann die erfolgreiche Revolution zum Beweis für Lenins Genialität in der Einschätzung der historischen Situation geraten. Umgekehrt heißt es, dass sie ihre internen Auseinandersetzungen in der Partei überhaupt nicht vernünftig geführt haben als: machen wir das, hat es folgende Konsequenzen, machen wir jenes, hat es andere Konsequenzen. So eine Revolution im frühen Stadium, die ist von vielen Seiten angefeindet, die ist damit konfrontiert, dass sie in einem Land, wo vollkommen unentwickelte Produktivkräfte herrschen, also im Wesentlichen war es ein Agrarland, das kaum die Städte ernährt hat, dass sie dort jetzt irgendwie ihr anders geartetes Wirtschaften einführen müssen. Das ist ein Umgang mit lauter Nöten und das ist auch nicht vorwerfbar. Aber da immer so zu tun wie: mein Weg ist der wissenschaftlich richtige und jeder, der den nicht mitmacht, ist ein Abweichler, Rechts- oder Linksabweichler in der Partei und als solcher immer schon halb ein Verräter der guten Sache. Das ist das, was innerhalb der Partei den politischen Streit so elend moralisiert hat und dann auch dazu geführt hat, dass er mit so viel Verhaftungen und Erschießungen durchgeführt worden ist. Die eine Linie behauptet, sie hat die wissenschaftliche Weisheit mit Löffeln gefressen und weiß genau, die historische Situation verlangt jetzt dieses und jenes andere nicht. Tatsächlich sind es relative Entscheidungen. Hätten die das Relative ihrer Entscheidungen gesehen, wären sie um Welten vernünftiger vorgegangen und untereinander ein bisschen schonender. Es gibt einige Vorhaben anlässlich der 100 Jahre, die die Oktoberrevolution her ist, sich umfangreich damit auseinanderzusetzen. Der Gegenstandpunkt hat das unter anderem gemacht. Hier bei Radio Korax machen wir das mit der Sendereihe. Dann werden verschiedene Vortragsveranstaltungen angeboten. Da schließt sich einerseits die Frage an, was ist denn oder was hältst du von dieser Erinnerungskultur in Bezug auf die Oktoberrevolution und dieser Geschichtspolitik, die damit betrieben wird? Und vielleicht im Besonderen, gibt es jetzt gerade aus linker Perspektive oder derjenigen, die sich vielleicht kommunistisch verorten, ein Bedürfnis, sich da in eine Tradition zu stellen? Was ist denn davon zu halten? Also da würde ich erstmal sagen, von kommunistischer Erinnerungskultur ist nicht mehr zu halten als von jeder anderen Erinnerungskultur auch. Sie ist die Praxis, eine Sache dadurch für wertvoll, gut, richtig zu erklären, dass man darauf verweist, dass es sie schon ewig gibt. Als Argument genommen ist es das blödeste Argument, das man sich vorstellen kann. Es war schon immer so.
Es ist für Kommunisten nicht besser, wenn sie sagen, ja, sie stehen in einer Tradition. Da merkt man auch, es gibt im Jahr 2017 versprengte Leute, die meinen, eine kommunistische Revolution wäre die richtige Sache. Schön, meinen sie es. Dann sehen sie, wie wenig sie sind und sehen sie, wie wenig ihr Kritik in der Welt Anklang findet. Gut, dann wissen sie halt, was sie für eine Arbeit vor sich haben. Aber wenn sie dann sagen, aber immerhin, wir stehen in einer tollen Tradition seit 1917, jetzt ist schon 100 Jahre her, dann wollen sie einfach diesen Schwindel der Erinnerungskultur auch für sich ausnutzen, nämlich beanspruchen, sie stünden dann doch für mehr als ihren eigenen Willen und ihre eigenen Einsichten, die sie haben und die sie offensichtlich noch viel besser verbreiten müssen als bisher. Also nach der Seite hin ist Erinnerungskultur ein Quatsch und es ist es nicht besser, als wenn eben die Bundesrepublik Deutschland an ihren Feiertagen an die Wiedervereinigung oder was weiß ich, in Leipzig das Völkerdenkmal an die Schlacht von Jena und Auerstedt erinnert. Es ist immer das Argument, weil es schon lang her ist und weil man sich jetzt der Sache noch erinnert, ist es eine große und richtige Angelegenheit. In dem Fall eben, dass Deutschland sich gegen seine Feinde behauptet hat. Der Gedanke wird nie besser, ganz egal, wer ihn vertritt. Gut, vielleicht können zum Abschluss nochmal wir einen Bogen zum Anfang spannen. Da hast du gesagt, irgendetwas lässt sich ja doch aus der Oktoberrevolution lernen. Was genau wäre das denn? Na gut, man kann ja sagen, wenn man sich einen Begriff einer Sache macht, ist das erstmal sowieso nie verkehrt. Den kann man auch, man kann sich auch über die alten Ägypter und ihr Herrschaftssystem oder über das Mittelalter einen Begriff machen. Das ist ja nicht Erinnerungskultur. Das heißt ja nicht, ich lasse die Sache hochleben mit dem Argument, sie ist schon alt. Sondern das heißt ja, sich was erklären. Das hat halt den Unterschied noch, wenn ich mir die alten Ägypter oder das ökonomische und politische System des Mittelalters erkläre, dann produziere ich einen schönen Fall von nutzlosem Wissen. Ja, es ist schön, das zu wissen, aber es ist für nichts gut. Und ganz so ist es am Fall der Oktoberrevolution jetzt doch nicht. Denn eins stimmt zwar, die Staaten sind vom Erdboden verschwunden. Es gibt dieses System nicht mehr. Aber die unzureichende, verkehrte Kapitalismuskritik, der es sich verdankt, die gibt es sehr wohl noch. Den Kapitalismus als Ungerechtigkeit gegen den Lohnarbeiter anzuklagen, das ist das, was unsere linken Parteien machen. Manchmal möchten sie sich noch revolutionär verstehen, manchmal haben sie das auch gestrichen und machen das mehr, wie Sozialdemokratie es macht. Der Kapitalismus wäre eben ergänzungs- und korrekturbedürftig, aber im Großen und Ganzen wäre er schon ein prima System der Reichtumserzeugung. Aber egal, den Gedanken einer Korrektur des Systems im Namen der Gerechtigkeit für den Arbeiter ist ein ganz anderer Gedanke als die Abschaffung der Sachzwänge des Kapitalismus und seiner Rechnungsweise, in der der Arbeiter nicht erst bei der Verteilung, sondern wegen dem Zweck der Produktion und der Stellung, die er zudem hat, notwendigerweise immer ein Wesen bleibt, das beim größten Reichtum relativ arm ist und dessen Lebenszweck sich eigentlich in Arbeit erschöpft. Subjektiv meint es keiner, aber objektiv ist es so. Also insofern meine ich, sich die Oktoberrevolution klarzumachen, ist sich ein Fehler klarzumachen, dessen staatliches Produkt nicht mehr existiert. Aber der Fehler existiert nach wie vor.